So, liebe Leute, in diesem Video wollte ich euch zum Thema Fotografie mal ein wenig was über Langzeitbelichtung erklären. Langzeitbelichtung macht immer dann Sinn, wenn man jetzt bewegende Motive hat, wie zum Beispiel Wasser, wo viel Wellengang ist und man es ein wenig einfrieren möchte, heißt es immer, also eine glatte Oberfläche hinkriegen möchte. Bei dem Motiv zum Beispiel war es vorhin so gewesen, dass noch ein bisschen mehr Wellengang gewesen war und die Fotos, die ich gemacht habe, die sahen dann immer so lala aus und ich wollte halt einfach eine glatte Oberfläche hinkriegen. Macht man mit Hilfe von sogenannten ND-Filtern, neutrale Dichtefilter heißen die Teile. Ich habe die in drei verschiedenen Werten, sage ich mal. Die verdunkeln letztendlich einfach nur das Objektiv, schraubt man vorne rauf, erkläre ich gleich noch. Und dadurch muss man zwangsweise halt länger belichten. Ich habe es wie gesagt in drei verschiedenen Größen oder Werten, wie auch immer, im 8-fachen, 64-fachen und 1000-fachen. Je höher der Wert ist, desto dunkler ist dann einfach der Filter, den man sich vorne raufschraubt. Immer ganz individuell, welche Foto- bzw. Lichtverhältnisse man hat, muss man sich dann halt für einen davon entscheiden. Also von daher macht es halt Sinn, ja, ein paar mehr einfach zu haben, wie wenn man nur einen hat. Ich habe in dem Fall vorhin einen 1000er in ND-Filter genommen, um halt möglichst lange zu belichten. Ihr seht es selber, ja. Ist eine riesige Softbox, vom Ding her natürlich ideal für die Fotografie, aber war halt trotzdem zu hell gewesen. Und ja, von daher möglichst hohen oder meinen höchsten ND-Filter denn genommen. So, und beim Kauf von ND-Filtern macht es immer Sinn, diesen möglichst groß zu kaufen. Hat einfach den Grund, wenn man jetzt als Beispiel ein Objektiv hat, ein relativ kleines Objektiv, und man kauft dann auch nur für dieses Objektiv dann halt einen ND-Filter, was einen relativ kleinen Filterdurchmesser hat. Filterdurchmesser, weil man es vorne raufschraubt, dann kann man diesen ND-Filter auch nur für eine kleine Größe nehmen. Also dementsprechend möglichst groß kaufen, damit man später mit Hilfe von sogenannten Adapterringen, die sind echt nicht teuer, dann dementsprechend rauf oder runter adaptieren kann. Also von daher macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt, da einen möglichst großen ND-Filter halt immer zu nehmen. So, ich habe jetzt schon meinen ND-Filter raufgeschraubt. Das ist in dem Fall ein 1000-facher ND-Filter, also den schwärzesten, den ich so habe. Prinzip ist halt, wie gesagt, wie wenn man sich eine Sonnenbrille vor das Objektiv schraubt. Ja, habe beim Objektiv jetzt einfach mal den manuellen Fokus genommen und halt Stabilizer off. Manueller Fokus aus dem Grund, ja, weil dann halt gleich manuell fokussiert werden muss. Und ja, dadurch, dass halt der ND-Filter drauf ist, ist es eh für die Kamera enorm schwer da zu fokussieren, deswegen macht man das über den manuellen Fokus. Genau, zum Fokussieren braucht ihr euch gar nicht dran bemühen, durch den Sucher zu gucken, das ist einfach pechschwarz, weil es halt sehr dunkel ist. Also dementsprechend mache ich es dann halt über den Live View, hat man dann halt ein ungefähres Bild, was da rauskommt. Und wichtig ist, dass ihr dann halt euch ein bisschen rantastet, was jetzt die Einstellung angeht, logisch. Also einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe jetzt hier eine 30. Sekunde, 30 Sekunden Belichtung, so. Und bin bei einer Blende 18, ja, habe den ISO nochmal auf 800 hochgeschraubt. Also schon ein helles Bild auf jeden Fall. Ringsherum halt eine mega Softbox halt, dadurch, dass es halt bewirkt ist. Aber vorhin sah das ganz cool aus. Wie gesagt, das ist ja alles individuell, wie ihr das mögt und so. Einfach selber ausprobieren, ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Jetzt könnt ihr erst fokussieren. Ich mache es dann halt über die Lupe, in dem Fall. Dann suche ich mir halt das Motiv raus, was dann halt scharf gemacht werden soll. Ja, wenn es dann immer schnell gehen soll. Genau, zoome dann auf maximal rein und stelle dann hier vorne manuell scharf. Gehe wieder raus. Wichtig jetzt auch nochmal, nicht einfach durchdrücken und let's go. Sondern ich habe jetzt hier eingestellt 2 Sekunden Vorauslösung oder halt mit Fernbedienung. Einfach aus dem Grund, ja, wenn man drauf drückt, im schlimmsten Falle habt ihr so viel Kraft, dass ihr den drückt, die Kamera verzieht, das Bild wird aufgenommen und in dem Moment, wo ihr loslasst, ja, verzieht sich dann halt wieder das Bild und kann dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen schief werden. Deswegen drauf drücken, 1, 2, das Bild läuft. Hat jetzt ausgelöst, eine sehr flache und glatte Oberfläche. Ich kann gleich mal kurz den Vergleich machen ohne einen ND-Filter. Sagen wir einfach mal im Automatikmodus als Vergleich, nur als Referenz jetzt einfach mal. Unterschiede auf jeden Fall zu sehen. Wasseroberfläche ist nicht so glatt wie bei einer Langzeitbelichtung. So, das war jetzt mein kleines Infovideo zum Thema Langzeitbelichtung, grob angerissen.
Ja, wenn euch diese Art von Videos interessiert, wenn ich Sachen vorstelle oder erkläre, dann lasst es mich doch einfach wissen. Dann würde ich zukünftige Videos auch so gestalten, dass ich da noch ein paar Sachen erkläre. Und ja, kann in dem Sinne nur sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.